Meine Motivation ist es, neue Gesichter kennenzulernen, andere junge Makler in meinem Alter, sich auszutauschen, was sind die Geschäftsansätze und Ideen von anderen. Und ich denke einfach, es ist ein Gewinn für jeden, ob man weiterkommt oder nicht. Allein schon dabei gewesen zu sein, bedeutet einfach, dass man einen riesen Mehrwert hat und darauf freue ich mich. Ja, ganz klar Netzwerken. Ja, also Networking ist das A und O in dieser Branche und deswegen bin ich heute hier. Weil ich finde, dass der Jungmakler Award ein klasse Medium ist, um mal wieder den Schwerpunkt in der Versicherungs- oder Finanzbranche auf die Qualität und auf die Kundenabsicherung zu bringen. Weg von Produkten, von Provisionsdeckeln. Es geht immer nur um die schlechten Themen in der Versicherung. Und ich finde, der Jungmakler Award ist eine ganz tolle Möglichkeit, die klasse Menschen in dieser Branche mal wieder in den Vordergrund zu bringen. Deswegen mache ich mit. Irgendwo auch mal ein Feedback zu bekommen, wie steht man so da am Markt, wie kann man sich positionieren und wie kann man sich auch mit anderen messen. Ja, das war so mein Hintergedanke und mein Ansatz. Ja, wir sind eine Honorarberatungsfirma aus Köln und wir denken, dass wir ein Geschäftsmodell haben, was im aktuellen Umfeld, wenn wir über Provisionsdeckel, über Provisionsverbot reden, eine tolle Möglichkeit aufzeigt, wie man das Ganze neu denken kann und wie man vor allem eine Alternative hat zum ganz klassischen Provisionsmodell und wie man den anderen Maklern auch aufzeigen kann, wie es anders gehen kann. Und dass es so gehen kann, das haben wir bewiesen. Das sieht man anhand unserer Zahlen, am Zulauf, an den Bewertungen, die wir bekommen. Und daher wollten wir das einmal vorstellen, den Jurymitgliedern, aber auch allen Leuten da draußen und bedenken, dass es eine tolle Plattform ist, um das zu machen.